Was tue ich gegen eine Überpronation beim Lauf? Eine Überpronation beschreibt eine Überbeweglichkeit des Fußes während der Laufbewegung. Es ist vollkommen normal, dass der Fuß nach der Landung leicht nach innen eindreht. Dies dient der Dämpfung beim Laufen. Wenn diese Bewegung aber übermäßig stark ausgeführt wird, spricht man von einer Überpronation. Dieses verstärkte nach innen drehen kann zu Überlastungen der Fußsohle und der Sehnen am Innenknöchel sowie der Schienbeinkante führen. Mitunter treten auch Überlastungsbeschwerden im Bereich der Knie- und Hüftgelenke auf. Ich zeige dir zwei Übungen, die sehr effektiv gegen eine Überpronation wirken. Das Barfußlaufen ist ein hervorragendes Mittel gegen eine Überpronation. Der Grund ist einfach. Beim Barfußlaufen kommst du anders als beim Laufen im Schuh auf dem Ballen zuerst auf. Dadurch federst du das Körpergewicht mit der Wadenmuskulatur ab. Und genau diese Wadenmuskulatur, die du beim Barfußlaufen besser aktivierst, schützt dich vor der Überpronation, weil sie den Fuß nicht nur ausfedert, sondern auch leicht nach außen zieht. Das Barfußtraining solltest du nicht übertreiben. Es reichen 5 Minuten barfuß auf dem Fußballrasen nach deiner Trainingsrunde. Die Fußmuskulatur kannst du außerdem hervorragend auf einem Stabilisationstrainer trainieren. Dafür machst du Pistol Squats, also einbeinige Kniebeugen, auf dieser weichen Unterlage. Führe idealerweise 3x15 Wiederholungen pro Bein durch. Die meisten Läufer können mit diesen Übungen ihre Füße hervorragend stabilisieren. Aber natürlich gibt es auch Ausnahmen, wo die Füße dermaßen erkrankt sind, dass die Übungen alleine nicht ausreichen. Man kann dann sein Trainingsprogramm, was natürlich trotzdem stattfinden sollte, um eine geänderte Schuh- und Einlagenversorgung ergänzen. Der Schuh wird in einem solchen Falle an der Innenseite härter sein, um den Fuß gegen ein nach innen Knicken zu schützen. Und eine orthopädische Einlage wird mit einer Längsgewölbestütze den gleichen Effekt entfalten. Mit diesen Maßnahmen läufst du schneller, leichter und schmerzfrei mit dem Running Dog.